So, da wären wir wieder beim Mass Effect. Also, ich habe noch einen Hinweis gekriegt, und zwar, dass man auf der Karte hier gucken kann mit RB und LB, wo die einzelnen Personen sind. Das habe ich vorhin kurz getestet. Leider sieht man Miranda hier nicht. Oder ich sehe Miranda nicht. Was ich aber sehe, ist, dass wir hier das Gericht und C-Sicherheitsaußenposten haben, und zwar im Präsidiumsunterhaus. Das heißt, da muss ich noch hin, weil dort komme ich dann weiter für die Blood Pack und die anderen zwei Söldnertrupps. Das heißt, ich muss nochmal zurück und ins Präsidium Unterhaus. Das hier. Weil jemand ist ja noch in Gefangenschaft auf der Citadel. Und die sollte frei sein, weil Arya möchte das ja, damit wir die Trupps unter Arya wieder vereinen können, damit die uns dann helfen gegen die Reaper. So, also. Oh, das sieht aber böse aus, das Bild. Es sollte hier hochgehen. Nein, die Kroganer können als einzige Spezies auf toxischen Welten kämpfen. Sie müssen also unterstützt werden. Also im Idealfall so etwas wie ein Kakleosaurier. Sie sind trittfest im Gebirge, immun gegen Toxine und ihren Reitern gegenüber unbedingt loyal. Ja, sie wären perfekt. Leider wurden sie während des Rachni-Krieges ausgerottet. Wenn wir also nichts Neues herstellen können, müssen die Kroganer auf toxischen Welten zu Fuß und ohne Unterstützung kämpfen. Was? Okay, Moment mal. Ausgestorbene Spezies. Vor Nein. 50.000. Ausgestorbene Spezies, Rachni. Das war's nicht. Schiff und Fahrzeuge, vielleicht ist es hier drunter. Nein. Ich sollte das alles mal clearen. Die Asari. Nichtratsvölker. Als die Menschen. Moment, was ist das? Die Elkor sind eine Sinn. Nein, 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 nein. Planeten und Orte. Die Yon Grissom. Nein. Oh, ich finde es nicht auf die Schnelle. Ja, ich guck's dann später mal an. Ich lösch da dann alles mal raus. Vielleicht kriegen die da noch eine Mission, wo wir dann diese Reittiere wiederholen können. Wer weiß, wer weiß. Hier ist es nicht. Moment mal. Ah, ich bin komplett falsch. Ich bin komplett falsch. Da sollte man die Karte doch ein bisschen mehr nutzen. Noch eine Cerberus-Falle? Bombe oder Geschütz? Wie viele diesmal? Räumen Sie den Bereich, bis alles durchsucht ist. Wir müssen ein. Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. E-Verbrechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus uns hinterlassen hat. Vielen Dank. Dadurch werden Leben gerettet. Kein Problem. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Sehr schön. Aber wahrscheinlich bin ich hier trotzdem falsch. Commander Shepard. General Uraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Besoffen, vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt.
wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Ich besorge ihnen Waffen. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Freut mich, dass sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Also gut, dann müssen wir den Schwarzmarkthändler suchen. Mal kurz schauen, wo der ist. Ich muss nachher trotzdem noch kurz zum Seesicherheitsaußenposten. 6. Kanik. Wer ist Kanik? Vielleicht. Was? Ich weiß, dass der Hades Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die Allianz braucht das Ding jetzt. Der Obelisk von Kersa soll Übersetzungen der proteanischen Sprache enthalten. Okay, das ist interessant. Also hier irgendwo muss der sein. König. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein. Und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was meinen Sie damit? Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben. Und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Was wollen Sie haben? Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Ja, alles klar. Mal ganz kurz hier im Logbuch gucken, ob ich da irgendeine Missionszusammenfassung kriege. Mann, habe ich viel zu tun. Blue Suns. Moment. Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will, müssen Sie mir dafür Artefakte bringen. Alles klar. Gut, dann noch zur Seesicherheit. Das mit den Artefakten müssen wir dann später machen. Ja, hier muss ich hin. Haben Sie kurz Zeit? Ja, für was? Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batterianische Diplomatencodes aus der Zeit, als sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Das ist mal ein Anfang. Hier noch? Hier muss ich hin. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Lassen Sie es gut sein. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen Sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe.
Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Ich finde eine andere Lösung. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Okay, jetzt machen die zwar den schwierigen Weg, aber dafür den richtigen. Weil die würde sonst einfach unschuldige Leute töten. Die ist schon verrückt genug. Ich probiere mal, mit ihrem Stellvertreter zu sprechen. Vielleicht kann ich dem Mut machen. Es ist nur die Frage, wo der Typ ist. Aria ist da oben. Spectre Terminal könnte ich eigentlich noch kurz hingehen. Frachtraum. Sein. In den Frachtraum. Docks muss ich und die Botschaft. Wir gehen zuerst in die Docks. Ich bin gespannt, was da los ist. Die Citadel ist auch total hin. Moment. Hier kann ich noch was machen. Hier. Der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Wow, was ist das jetzt? Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Sie sind besser als das. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie, aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben, Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werde es nicht tun. Danke. Er wollte ihn einfach hinrichten. Einfach hinrichten. Als ob wir hier bei der Anarchie wären. In der Anarchie wären. Ich könnte da nochmal mit dem quatschen. Also wir haben vorhin gelauscht, dass es irgendwo noch ein Artefakt gibt. Und wir brauchen Waffen. Und das wird jetzt alles ein bisschen kompliziert. Also diesmal mache ich zuerst mal das in den Docks. In den Docks. Hier. Mann, also das mit den Bloodpacks ging ja schnell. Da musste ich einfach einen niederschießen, also zwei niederschießen und der andere hat dann die Führung übernommen. Aber hier mit den Blue Suns und den Eclipse, oh Mann. Das dauert. Das dauert. Gar nicht gut. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Ja, Notunterkünfte für Zivilisten. Das sind unglaublich viele Zivilisten hier. Mal ganz kurz gucken, wo ich genau hin muss. Er ist unter 5, also ganz weit hinten. Obwohl es könnte auch sein, dass das nochmal der Typ ist von... Moment. Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig?
Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie brauchen Sidereus nicht. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sidereus im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sidereus bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria an. Guter Mann. Okay, dann ging das doch relativ schnell. Ach, Scheiße. Also habe ich hier nichts mehr. Ja, James, du verlierst alles. Der ist da immer noch im Kartenspielen, der wird alles verlieren. Er kommt dann wahrscheinlich nackt auf die Normandy, ich sehe es schon kommen. Ich habe hier nichts mehr zu tun, richtig? Gut. Dann gehen wir zurück. Ah, wir müssen doch nochmal gucken, weil ich weiß nicht mehr wie. Commander Bailey, ja. Wir gehen in die Citadel-Botschaft. Dann kann ich da wieder kurz schauen, wer sich. Die Freilassung von Sidereus ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Aria Tilok, verrückt. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Warte, die Citadel-Botschaft? Ja, hier muss ich hin. Ich will trotzdem noch kurz mit ihm sprechen, auch wenn ich ihn jetzt über Funk hatte. Ja, viel rumgerennen, nur um die Eclipse und so weiter für uns zu gewinnen. Nicht unbedingt spannend, aber muss sein, weil wir die im Kampf dann später brauchen. Aber ich muss jetzt dann bald wieder mal kämpfen gehen. Mein Finger juckt. Der braucht den Abzug. Vielleicht könnten Sie das Mädchen jetzt... Soll das ein Witz sein? Meine Familie hat mich verstoßen, als ich Niota geheiratet habe. Wollen Sie wissen, warum? Ach, herrje. Eine Familie würde diese Cerberus-Arschlöcher lieber sehen als mich. Ich verstehe, warum Sie Ihre Tochter nicht zu Ihnen schicken wollen. Freut mich. Aber Ihr Verständnis hilft meiner Tochter jetzt nicht unbedingt weiter. Ja, super. Na, super. Also... ganz kurz mit dir quatschen. Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Odina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Das ist so. Odina, ich will da noch kurz ein bisschen was drüber wissen. Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Odina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz zu Unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey. Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Odina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Ja, nicht ganz, aber gut. Der Krieg. Wie geht die Citadel jetzt mit dem Krieg um? Der Krieg hat uns erreicht. Wir können uns das kaum vorstellen, obwohl wir eigentlich immer das Unerwartete erwarten. Nach dem Putschversuch haben sich die meisten Leute zurückgezogen. Es wird viel gebetet und geweint. Sie sagen, dies sei der letzte Krieg von allen. Bisher spricht nichts gegen diese Sichtweise. Gut, zurück an die Arbeit. Keine Zeit zum Ausruhen. Viel Glück, Bailey. Ja, für Sie auch, Shepard. Gut. Dann noch ganz kurz auf das Terminal hier zugreifen, denn mir wurde gesagt, hier gibt's zwei Schalter, einmal für Waffen, einmal für was anderes. Ah, hier haben wir es. Spectre-Ausrüstung. Black Widow, die scheint cool zu sein. Da haben wir eine Pumpgun, brauche ich nicht. Schrotflinten. Aufladetempo der Kräfte. Was nehme ich? Ich könnte auch zwei nehmen. Ja, wir machen Sturmgewehrpräzision, das ist gut. Und mal die Laufverlängerung und dann sollte ich noch, genau. Gut, das reicht schon und dann spare ich für die Black Widow.
Hier, batterianische Zugangscodes. Wir aktivieren die mal. Gut, was haben wir hier eigentlich noch? Überwachungsfreigabe. Wir autorisieren das. Genehmigung für zivile Miliz. Ach so, das war auch noch. Ja, wir genehmigen das. Mehr Räume. Das genehmigen wir auch. Ja, ja. Wir autorisieren alles. Ich bin der beste Bürokrat, den es gibt. Alles wird autorisiert. Alles. Gut, Citadel, Verteidigungsstreitmacht. Laufverlängerung. Also, jetzt werde ich nachher kurz eine Pause machen und gucken. Ja, wir stellen uns mal irgendwo anders hin. So, wir werden hier an dieser Stelle kurz eine Pause machen und ich schaue mal nach, wo ich das Artefakt bekomme. Und in der nächsten Folge werden wir dann das Artefakt suchen, um den General zu besänftigen, um dann schlussendlich die letzte Söldnertruppe für uns zu gewinnen. Vielleicht gibt es da nochmal ein bisschen Ballerei. Wäre ganz cool. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect. Ich freue mich drauf. Bis dann.